Willkommen zurück bei Männerlords. Wir sind im Februar. Und hier? Bauen sie fröhlich vor sich hin. Gut. Gemüse steht. Jetzt muss hier nur noch jemand einziehen. Ja. So. Wie kriegen wir denn jetzt den Winter rum? Also wir haben 3 Monate Brennstoff. Also sprich Februar, März, April. Damit sollten wir hier wieder... Zack. Einer leer. Wartet, produziert. Ah, die sind nur zu zweit. Gut. So. Dann gucke ich mal, wo ich noch optimieren kann. Die Hofstätte. Ihr produziert Äpfel. Ah, mein Gebäude ist fertig. Sehr gut. Da können wir gleich den Wohnraum erweitern. Ja, erst den Wohnraum erweitern. So. Wir haben 45 zu 49, also 4 Familien können einziehen. Da wir über 50% sind, hoffe ich, dass sich jetzt jemand findet. Und ab dem nächsten Monat werde ich dann wahrscheinlich wieder die Steuern wieder einführen. Damit ich hier oben auch mal wieder ein bisschen zu Geld komme. Wir haben jetzt 700 Regionsvermögen. Damit kann ich aber nichts anfangen. Sprich, ich kann hier meine Gebiete nicht entwickeln. So. Gut. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen... ruckelt. Seltsam. So, wie geht's euch denn hier hinten? Ich gucke mal. Einstellungen. Vollbild randlos, DLSS ist richtig, Balance. Ein V-Sync. Ja, wir probieren es mal. Framerate 60, weil ich mit 60 aufnehme, möchte ich gleich alles in einem haben. Scharfzeichen im Mittel. Shader hoch, Schatten hoch. Indirektes Licht hoch. Volumetrische Wolken können ruhig drin bleiben. Auflösung Grasdichte. Setzen wir mal auf hoch. Grasdistanz bleibt. Vegetation. Ach, guck mal hier. Im Hintergrund ist es da erkennbar. Okay. Ich setze das mal runter. So. Sieht ein bisschen smoother aus. Entschuldigung, aber das ist Risen 9. Moderner, na gut. Der zweitmodernste ist ja jetzt in eine neue Generation rausgekommen. Da muss ich da glatt mal gucken, was der im Hintergrund alles für Zirkus macht. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es am DLS... am Sync liegt oder dadurch, dass ich jetzt das Gras runtergestellt habe. Zumindest soll es mir egal sein, wenn es läuft, dann läuft es. Ein weiteres Familienmitglied hat sich niedergelassen. Sehr gut. Der kleine Fritz. Ach hier, der Hans. Sammelt Brennholz. Sehr gut. Weitermachen. Das heißt, wir haben in der Brennholzgrube jetzt wieder 3 Leute sitzen. Katharina, Hans und Fritz. Gut. Dann würde ich sagen, 49 Bretter. Das hier die Sägegrube. Die zweite. Die war hier hinten.
Nee, die läuft ja weiter. Ich dachte, die hätten hier gestoppt. Ein Gebäude ist fertig. Hofstätte Stufe 1. Ah ja, das ist das. Wohnraum 42, 45 zu 50. Du machst Gemüse. Haben wir gesagt. Drei nicht zugewiesene. Holzfäller haben wir zwei. Wir haben 34 Bauholz. Das ist genug. Dann pass mal auf. Dann setzen wir hier noch jemanden in... Nee. Wir nehmen die zweite Sägegrube wieder in Betrieb. Die hier. Weil die ist näher an dem Holzfällerlager dran. Da können wir einen rausnehmen. Genau. Und der geht ins Forsthaus. So. Nee. Wobei. Ich würde sagen... Nee, ich lasse das so. Der soll mal hier fröhlich vor sich hin förstern. Vielleicht sollte ich anfangen, das komplett zu ändern. Und zwar folgendermaßen. Ich setze ihm hier den Forstbereich. So. Nehme hier einen raus. Wo war denn der? Da. Setze den hier mit rein. Und hier im... Hier gibt es ja gar keinen Förster. Genau. Dann brauche ich nämlich hier einen Förster. Dann lasse ich die nämlich vorrangig hier arbeiten und hier aufforsten. Und nachher, wenn hier wieder alles steht, lasse ich die hier Holz fällen und hier drüben wieder aufforsten. Ich glaube, ich sollte hier einen Förster schon mal hinbauen. Da ist ein Förster. Der hat doch sogar einen. Pass mal auf. Dann kriegst du als Arbeitsbereich das hier. Transportiert, führt einen Ochsen und wartet. Gut. Ja, dann lasse ich das so. Jetzt habe ich nur noch zwei Leute. Jetzt habe ich natürlich das zweite Sägehaus. Doch, habe ich in Betrieb genommen. Okay. So, 100 Brennholz haben wir wieder. 3 Monate und 5 Monate Nahrung. Wovon ernähren die sich? Fleisch, Gemüse, Beeren, Brot. Speicher. Wie viel? 114 Mehl haben wir noch. Und 0 Korn. Okay. Wir haben 0 Malz. So, was haben wir hier? 26 Stangenwaffen, 13 Seitenwaffen, 17 kleine Schilde, 35 große Schilde, 36 Speere. So, das heißt... Die beiden sind 36 von 36. Wir haben 86 zu 72. Was ist das hier? Sperrkämpfer-Miliz. Fußsoldaten sind die mit den Schwertern, war? Oder sind das... Fehlende Rekruten. Ja, wir hätten ja Rekruten. Wir hätten ja Rekruten.
Nimm einen der Bewohner auf. Besiegte Feinde. Warum steht da nichts? Die haben ja schon gekämpft und gewonnen. Ach so, der zeigt mir nur an die 70 Geld, die ich habe. Feld, wohnhafte Familien. Warte mal. Warum ist hier Pause? Ach so. Ach, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Ich kann niemanden aufnehmen, weil die beiden Familien sind hier einzeln stehend. Guck mal, Ehefrau, Ehefrau. Da gibt es keine Männer, die ich in mein Gefolge aufnehmen könnte. Minus 8. Mist. Handelssteuern. Kriegssteuern. Ja. Na gut. Muss ich da Steuerrecht irgendwie entwickeln? Verbesserte Rüstungsproduktion. Ah, Schachtminen. Ermöglicht dem Gebäude eine dauerhafte Ressourcenverfügung, wenn es über einen üppigen haben wir nicht. Verbesserte Bienenzucht können dem Honig auch Wachs sammeln. Verdoppelt die Menge Fleisch. Bewässerung. Reduziert den Durchdürren. Roggen. Okay. Den brauchen wir. Dünger. Neue Erweiterung einzäunen. Ermöglicht die Nutzung eines brachliegenden Feldes als Weide, wodurch die Fruchtbarkeit besonders schnell regeneriert wird. Ja, das ist immer ein Jahr. Bäckerei produziert mit der doppelten Effizienz des Gemeinschaftsofens Brot aus Mehl. Ach so, wandelt alle Bewohner und Handwerker um, das kennen wir ja. Ist in Arbeit, ist in Arbeit. Das brauchen wir. Kostet 50% weniger, bessere Geschäfte. Ja, aber von Steuern steht hier nichts. Einfache Rüstung und eine Köhlerei. Ja, an sich bräuchten wir hier 100.000 Sachen. Nein. So. Gut, also an sich können wir hier nichts mehr machen. Wie, kann noch ein Pferd ordern? Du hast nur ein Pferd? Ich ordere mal noch eins. Und Viehbestand. Kunrad trägt einen Reiter. Gut. Handel. Bretter exportiere ich für 2. Naja, gut. So, Export Holzteile für 5. Da kommt wahrscheinlich mein ganzes Geld her. Und Wolle für 2. War nicht noch Garn? Da, Garn für 4. Von 42 bis 30, da haben wir noch was. Wolle von 18 bis 30. Ach, wir haben gar keine Wolle mehr.
37 von 38 Tieren. Ist hier jemand drinne? Ja, einer. Und hier ist auch einer drinne. Ihr habt 41 Garn, aber keine Wolle. Okay, ihr kriegt jetzt die gesamte Wolle. Ah, da trägt schon einer. Ah ne, heute transportiert er. Okay. Ja, ich würde sagen, dann lasse ich das erstmal so und sage mal bis zum März ein bisschen hopp hopp. So. März. Neue Söldnerkompanie verfügbar. Kann ich nichts mit anfangen. Ich brauche dafür nämlich Geld, welches ich nicht habe. %59. So. Der nächste, der sich hier in meinem Dorf anschließt, ich hoffe, dass ich jemanden kriege, geht dann wieder in die Kirche rein. Dass die Leute wieder ihren Priester haben. Wie sieht es bei uns mit Werkzeugen aus? 14 Seitenwaffen. Die stellst du her. 23 kleine Schritte. Eine neue Familie. Hallihallo. Sehr gut. Kümmert euch gleich um den Gemüsegarten und wie versprochen, ihr seid jetzt heilig. So. 3 Monate Brennstoff. Jetzt hat sich ja die Brennstoffbedarf halbiert, wegen Frühling. Also hoffe ich mal, dass jetzt bis zum Winter. Ein weiteres Familienmitglied hat sich niedergelassen. Perfekt. Gemüse. Hofstätte Stufe 1. Ach so, die bauen noch. Und ihr macht schon Gemüse. 46 von 50. Da können wir hier gleich erweitern. Gut. So. Die beiden sind voll ausgerüstet. ...88 von 72. Ich guck mir das mal an. Wenn ich jetzt die erstelle. Was können die? Tab. Ah, hier. Angriff 0. Rüstung 0. Angriff 2. Angriff 4. Angriff 1. Und die hätten Angriff 0. Fehlende Ausrüstung. Ja, logisch, die sind noch nicht voll. Die haben aber 14 von 36. Die könnte ich ja auch auflösen. Und ich gucke mir mal die an. Angriff 0. 8, 14 von 36. 25 von 36. Ah, das sind die Schwertkämpfer. Ich lasse sie mal. So. Wo war mein Marktplatz? Da. Mal gucken, wie es aussieht. Brennstoff. Reicht nicht für da oben. Nahrung. Reicht nicht für da hinten. Achso, da wohnt ja noch gar keiner. Und Bekleidung gar noch.
Leinen und Leder. Das funktioniert. Gesetze verfügbar sind aber immer noch dieselben. So. Jagdlimit fast erreicht. Gerberei liefert Leder. Gut. Was brauche ich jetzt noch? Ich habe 34 Bauholz, 79 Bretter, 38 Stein, Werkzeug, Holzteile, Dachziegel, Steinblöcke. Dachziegel. Ach stimmt, wenn ich auf Stufe 3 will. Warte mal, gib mir mal so ein Stufe 2 Haus. Hier. Was brauche ich denn da? 4 Dachziegel, 8 Bretter. Bedürfnisse nicht erfüllt. Zwei Familien für Hofe. Für eine weitere Familie. Die Bedürfnisse nehmen zu. Ja, welch? Ach hier, Taverne ist nicht erfüllt und Bekleid. Zweites Mal Bekleidung. Schuhe und Mäntel brauche ich dafür. Okay, das heißt, ich bräuchte dafür mindestens eine Näherei. Das ist meine Bognerwerkstatt. Ja, Taverne ist im Moment nicht. Taverne ist im Moment nicht, weil ich kein Bier habe. Wo ist denn das Bier? Ich habe null Malz. Hier ist das Bier, null. Okay. Naja, mal schauen. Ich habe 64. Ich müsste die Steuern wieder einheuern. Ich weiß, das gefällt euch nicht, Leute. Boah. So. Grundsteuer. Es regnet. Gut. Ja, dann würde ich sagen, kann ich momentan nichts machen. Also, hopp, hopp. So. Weberei. Hat 30 Garn. Große Lagerhaus ist voll. Also mit Leuten, die kann ich sowieso nicht erweitern. Kriegsböden. Warte mal, ich habe doch hier die Bogner Werkstatt. Kann ich dem noch sagen, dass er irgendwas anderes machen soll? Oder stellt er jetzt ununterbrochen Bögen her, bis ich keine mehr sehen kann? Warte mal, wie viel habe ich denn? Ich habe 124 Kriegsbögen. Was bringen die mir? Handel mit Waffen. Da, Kriegsbögen. Ja, toll. Oh, Banditenlager. Banditenlager, wo? Ah, da hinten. Okay. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich nehme mit. Nehme ich die Bogenschützen mit?
Sammeln die sich jetzt? Ja. Fehlein Fieselschweifler sammelt sich. Und die Bogenschützen. Gut. So. Ich habe 700 Regionsvermögen. Ich werde beim Handel, ich werde es riskieren. Ich werde meine Kriegsbögen. Eine Handelsroute einrichten. Wie jetzt? Fünfzig werde ich behalten. Was? Ich krieg für den Bogen nur fünf? Leute, das ist ein wertvoller Kriegsbogen. Fünf. Das heißt, ich muss erstmal 100 Bögen verkaufen, damit dieses Geld wieder. Nee, ach, mehr. Naja, fast. So. Lässt er sich irgendwo blicken? Nein. Okay. Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Taverne. Aber du bist ja schon auf Stufe 2. Du kannst auf Stufe 2 gehen. Macht mal. So. Ihr auch? Und ihr auch. So. Ich werde sie aber nicht zu Handwerkern machen. Du bist auch auf Stufe 1. Jetzt nicht mehr. Gut. Dann baut mal. So. Scheint immer noch zu groß zu sein, die Fläche hier, war. Guck mal. Ich hoffe, hier klappt es besser. Hier klappt es. Der bewirtschaftet fast alles. Okay. Ja gut, ich ziehe ja jetzt die ganzen Männer wieder ab. Nein! Torö! So. Ich hoffe, dass mir das Banditenlager Geld einbringt, damit ich endlich hier eine zweite Siedlung machen kann. Das würde mir sowas von weiterhelfen. So. Aber momentan machten ihr hier Weizenfeld. Ach, so 61% gepflügt. Saatfortschritt, Pflanzenwachstum. Ja, super. Viel zu langsam. Steht doch der Wagen rum. Und das hier? Hier haben sie überhaupt nichts gemacht. Leute. Warum habt ihr hier nichts gemacht? Shit. Ich setze mal hier eine Familie rein, ob die noch was ausrichten kann. Und die Familie hole ich wo weg? Wie viel Holz haben wir? 22 Bauholz, 122 Bretter.
Dann lege ich mal die Sägegrube, hier, Quatsch, das Holzfällerlager hier still. Gut. Mist. Das ist... Die Ernte bringt uns garantiert nicht über den Winter. Angriff 1, Schild 8, Schlachtreihe 10. Distanzangriff 13, Schussreichweite 89. Müdigkeit, Zusammenhalt. Oh, ich bin bei 50%. Your orders. Wo ist Banditenlager hin? Ach, da. Dann marschiert mal bitte hier lang. Dann ziehen Sie hier rüber. Und dann können Sie hier gerade durch, hier ein bisschen durch den Wald durch und dann hier an der Grenze lang. Ich hoffe, dass es reicht. So. Null Brennstoff? Ach, Waldbrand. Goldhof. Nusslohe. Okay, 3 Monate Brennstoff. Huh. Ich hoffe, der eine alleine schafft es, bis zum Winter genug Vorrat anzuhäufen. Schmiede. Ich kann nirgendwo Leute rausziehen. -1 Fleisch. Gerberei. Warte mal. Ich habe 35 Leder und 65 Häute. Da will ich auch niemanden rausziehen. Ich brauche mehr Leute. Für die Häute. Na gut. Ja. Und jetzt marschiert ihr hier schräg runter. Gut, feindliche Armee? Nein. Na gut. Macht doch wieder ein bisschen hopp hopp. Ja, Bogenschützen. Seht zu hier. Macht ein bisschen Bewegung. Jesaja. Oh. Ich habe wieder Bären. Hier passiert Gesperr, wa? Dann gehst du mal raus und gehst bei den Bären rein. So. Dann Mühle. Ich habe 35 Brot. Ich habe noch 6 Weizen.
Und 59 Mehl. Okay, die 6 Weizen muss er noch durchbraten. Dann geht er da wieder. Ja, kann ich mir leider nicht leisten. Kann ich mir leider nicht leisten. Oh, die Bogenschützen sind echt langsam. Gut. Ich würde sagen, ich lasse sie mal ein bisschen marschieren. Oh, wir sind ja schon im April. So. Hat uns ja April was gebracht? Ja, die sind sauer wegen den Steuern. Vielleicht kriegen wir noch eine Familie dazu. Zehnt bezahlt, abgegebene Waren, 13 Brot. Ja, können wir mit leben. So, wir haben 3 Familien, die bauen. Das können sie hier machen. Wir haben 47 zu 51. Das reicht aus. Macht mal bitte Gemüse hier, ja? Ihr müsst hier schon für Nahrung sorgen. Wir kriegen nämlich keine Getreideernte dieses Jahr. Gut. Dann werden die jetzt hier runter marschieren und ich schätze mal nächste, spätestens übernächste Folge werden wir das Banditenlager angreifen. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.